Genau das ist die Energy, die ich brauche. Jawohl, du Hurensohn! Und damit herzlich willkommen zur täglichen Dosis Nonsens. Endlich ist es wieder soweit. Euch erwarten heute mal wieder absolut verrückte Dinge, deswegen bleibt unbedingt bis zum Ende. Der Bre hier versucht, ob seine CD noch geht. Also ich will ja nichts sagen, aber ich habe schlimme Erwartungen. Die Scheiß-CD ist komplett ge... Was hast du damit vor? Oh, heilige Scheiße, wie hat das Ding gerattert? Keine Sorge, ihm geht's natürlich gut. Das war nur eine kleine Fehlfunktion. Bisschen pusten, dies, das und es sollte alles wieder funktionieren. Wem auch immer das passiert ist, der sitzt jetzt so vor dem PC. Die zwei Jungs hier spielen Basketball und achtet mal auf den im gelben T-Shirt. Yo, what the f***? Also erstens hast du mies verkackt und danach halt wortwörtlich nochmal verkackt. Weil war das ein Furz am Ende? Lil Bro hat so krass geraged, sich selber in die Fresse geschossen, dann noch in den Bauch und dann kam dieser gottlose Furz raus. Das ist wirklich ein Video für die Götter. Geil, wirklich zu gut. Okay, und jetzt switchen wir von etwas Witzigem zu etwas Traurigem. Holt schon mal eure Taschentücher raus. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich seh's doch, Mann. Er ist verliebt, er würde direkt, er will auch. Vor allem, nachdem er die zwei davor so süß zusammen gesehen hat. In seinem Kopf geht gerade richtiger Romantikfilm ab. Er denkt, jetzt endlich ist die Zeit gekommen, er kann sie küssen und danach sind sie ein Paar. Aber wie es aussieht, ist da jemand ganz tief in der Friendzone. Ist das gottlos, Mann. Sie bekommt einfach Lachfleisch. Und der Arme versucht gerade wirklich alles, um es zu überspielen. Dieses Lachen von ihm ist so fake. Oh mein Gott. Er tut mir gerade wirklich leid. Er war safe verliebt. Aber leider in der Friendzone. Und dann küsst sie noch diesen random Typen hinter den. Na, das ist crazy. Der Arme ist leergesaugt. Der empfindet gar nichts mehr. Sein Herz wurde gerade gebrochen vor laufender Kamera. F für einen gefallenen Bruder. Aber alles easy. Vergiss sie. Wir sehen uns morgen im Gym, Bro. Die nächsten Jungs sind auch wieder direkt gottlose Trolls. Die tun so, als würden sie im Chemieunterricht was falsch gemacht haben und benutzen dann die Notfallvorrichtung. Der Prof ist so stinksauer. Der weiß auch gar nicht, was abgeht. Der dachte kurz wirklich, einer seiner Schüler geht in Flammen auf. Wie ehrenlos ist das auch, mitten im Unterricht diesen Wassersprengler zu benutzen und den halben Klassenraum zu fluten? Ich schwöre, die Schüler in Amerika sind anderes Level. Da geht wirklich alles fit, um ein geiles Video zu machen. POV, du weißt nicht, wie du die Freundin von deinem Kollegen begrüßen sollst. Yo, chill, Dog. Aber ja, real talk. Es ist halt echt real talk. Ich habe auch keinen Plan beim ersten Mal. So, soll ich sie jetzt umarmen oder Check geben? Und am Ende dann halt wirklich so. Ist das ehrenlos, Mann. Das ist natürlich nur ein Spaß. Ich distanziere mich davon. First snow of the year. We are here. We are here. Geht's ihm gut? Also ernst gemeinte Frage. Geht es ihm gut? Ja, Mann. Echt geiler erster Schnee des Jahres. Und auch echt geile Experience, die ihr da habt. Scheint ja richtig Spaß zu machen, mit dem Ding da zu sliden. Der Bruder hat sich fast selber geköpft. Wer von euch war auch immer früher, als man kleiner war, mit den Jungs in den Streets unterwegs und hat dann bei so fremden Leuten Klingelstreich gemacht? Ich sag's euch so, wie es ist, das war wirklich die beste Zeit. Und vor allem auch immer richtiger Adrenalinkick. Man hat sich, wenn man geklingelt hat und danach weggerannt ist, gefühlt wie ein Mafia-Boss, so als hätte man gerade die heftigste Straftat begangen. Der kleine Butschi hier will jetzt auch einen Klingelstreich machen. Mal schauen, was so passiert.
Holy Sch... Das war's für ihn. In diesem Moment wusste jeder und vor allem auch der Kameramann, dass es für ihn hier vorbei ist. Zum Glück stoppt das Video hier. Der wurde danach safe reingezogen von so einem ultra aggressiven Rentner. Und der hat sich auch perfekt vorbereitet und auch schon gelauert seit so 2-3 Stunden an der Tür, weil das heute schon das 10. Mal davor passiert ist. Okay, was hat der jetzt schon wieder vor? Ja, krass. Du stehst auf deinem eigenen Auto und fährst damit. Also, das Auto fährt von alleine. Und du stehst oben drauf. Cool, Mann. Wie cool. Ja, klasse, sehr gut, sehr geiler Trick, den du da zeigen wolltest. Na, wie kann man so verkacken? Das Auto hat wirklich kurz einen Abgang gemacht zu irgendeinem Typen da hinten in den Garten. Die haben da gerade Grillparty gemacht, auf einmal kommt dieses Auto durch die Hecke. Wie kommt man eigentlich immer auf diese Ideen? Also, der muss ja frühs aufgewacht sein und sich gedacht haben, yes sir, heute mache ich diesen einen geilen Trick, wo ich mich auf mein Auto stelle, während es fährt und dann wieder reinspringe. Ja, geil, Digga, hat gut funktioniert. Einmal kurz vor. Oh, sorry. Adonis. Ananas einfach. Sein Name ist Ananas. Wie klärst du die Frauen? Oh ja, da bin ich gespannt. Macht euch bereit, etwas zu lernen von einem richtigen Player. Wie klärst du die Frauen? Du gehst erstmal hin, so mit einer teuren Uhr. Das ist halt wirklich seine Uhr. Da fehlt nur noch die TikTok-App drauf, dann ist perfekt. Rolex mit AMG. Was für AMG? Der kann doch noch nicht mal über das Lenkrad gucken. Was will der mit einem AMG? Okay. Besten G-Klasse. Oder kann auch was anderes sein? Ja, merkt euch, kann auch was anderes sein. Muss jetzt nicht unbedingt die G-Klasse sein. Kann auch der Fiat Multipler sein. Oh mein Gott, Bro. Oh, hell no, man. Du musst auf jeden Fall richtig viel Geld haben. Was für richtig viel Geld? Das einzige Geld, was bei dir zu Hause im Schubfach liegt, ist das hier. Ja, aber danke für die Tipps, Mann. Jetzt weiß ich ja, was ich alles brauche, um eine Dame zu verführen. Die Uhr, das Auto und bisschen Mula. Und dann bekomme ich also jede Frau, ja? Hätte der das hier mal vorher gewusst, dann wäre es nicht so geendet. Was passiert denn jetzt schon wieder hier? Wieso ist die so sauer? Und wieso sieht das da drin schon so aus? Okay, komm runter. Was ist passiert? Ich glaube, die ist so sauer, weil die Popcornmaschine nicht ging. Wie? Es gibt kein Popcorn. Na wartet, ich zernehme den ganzen Laden jetzt. Guckt mal, sowas ist echt ehrenlos. Also wirklich richtig, richtig ehrenlos. Aber ich hoffe insgeheim jetzt noch, dass sie auch dort hinten diese Getränkdinger runterhaut. Weil ich glaube, das würde so richtig splashen. Oh, fuck. Das wird echt ekelhaft, das alles sauber zu machen. Der ganze Boden ist jetzt am Kleben, das war's. Just stop. Just stop. Alter. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Was ist das für eine? Wie respektlos und krank muss man sein, um so auszurasten und das mit dem Laden anzustellen? So, warum? Warum? Oder was musst du für ein Mensch sein, dass du sowas einfach machen kannst? Bruder, du bist ein Tier. Das ist wirklich ein Level zu hart. Also auch wirklich so paar, 2-3 Level zu hart. Das ist ein Schlachtfeld da drin. Und das alles nur, weil sie kein Popcorn bekommen hat. Ja, wir sind verloren. Mit solchen Leuten ist die Welt wirklich den Untergang geweiht. 1000 Euro dafür Video. 1000 Euro, gib her. Los, gib die 1000 Euro. Komm. Los, komm. Gib den Taui und weg. 1000 Euro dafür Video. Gerade zum Video. Okay, Video. Na gut, dann nimm das Video. Mal schauen, ob es eine gute Entscheidung war. Gerade zum Video. Yo, what the f***? Wieso moonwalkst du jetzt? Like und Follow für einen Cookie. Der ist ja genauso am Baiten wie ich. Aber bei mir gibt's heute ein besseres Angebot. Nur heute. Für jeden, der abonniert, gibt es von mir persönlich einen Kuss auf den Arsch. Mua.
Okay, geil. Jetzt zeig mal das Ergebnis. Muss ja mindestens auf einem 1000-Euro-Videoniveau sein. Halt einfach deine Fresse. Halt die Fresse! Was ist das denn? Na. Sorry, dass ich es sagen muss, aber du hast hier die schlechteste Entscheidung deines Lebens getroffen. Du hättest 1000 Euro haben können. Und jetzt hast du das. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Und damit, falls ihr nicht euer Herz gebrochen haben wollt von eurer ersten Freundin wie er hier, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Das bringt Glück. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Ciao.